Ja, hey Leute, willkommen bei einer neuen Folge bei 1, 2, 3, Schaan unterwegs. Mit voller Power, voller Kraft und voller Energie seht ihr mal wieder unterwegs. Yeah, go Power, yes. Ja Leute, willkommen heute auf der 5. Etappe vom Eifelsteig. Letztes Mal haben wir uns da auf der 4. Etappe beim Eifelsteig gesehen. Ja, am Anfang habt ihr das Ziel von uns schon gesehen, das Kloster Steinfeld. Das Kloster Steinfeld hat eine Geschichte von ca. 900 Jahren. Da wurde zum ersten Mal schriftlich erwähnt. Warum starten wir heute am Ziel? Einfacher Grund. Von zu Hause aus, vom Stammbahnhof aus, wollte ich einfach kalt gefahren sein. Fielen aber die Züge komplett aus, weil aufgrund einer Streckungssperrung gewesen war. Ja, bin ich mit dem Bus gefahren nach Kall. Der hätte ich aber jetzt noch eine halbe Stunde wieder warten müssen auf den nächsten Bus, um zwar zum Startpunkt zu kommen von Gmünd aus. Und darauf habe ich keine Lust gehabt, das großartig wieder zu warten. Deswegen habe ich gedacht, komm, fährst du einfach jetzt zum Ziel bis nach Orft, läufst von Orft aus nach Steinfeld zum Kloster. Da habt ihr schon ein paar kleine Eindrücke bekommen vom Kloster. Ich konnte zwar nicht so gut da filmen, weil da auch ziemlich viel los gewesen ist. Aber dass man filmen konnte, habe ich zeigen können jetzt da vom Kloster Steinfeld. Ja, um mal zurückzukommen, bin ich jetzt zum Ziel gefahren, was heute der Start vor uns ist. Normalerweise schafft man ja von Gmünd aus bis zum Kloster Steinfeld. Da wird dann die 5. Etappe ändern. Wir machen es andersherum. Wir sind jetzt gestartet vom Kloster Steinfeld und in Gmünd wird es heute enden. Ja, wie gesagt, das Filmen ein bisschen schwierig gewesen da im Kloster, da es sehr viel los war im Kloster Steinfeld aktuell. Kloster Steinfeld kann man auch sehr gut besuchen, da gibt es einen perfekten Parkplatz. Da kann man sich das Kloster angucken, so halt, hat auch Informationen über das Kloster und über die 900-jährige Geschichte über das Kloster kann man sich da auch ein bisschen informieren. Ja, die Strecke sind heute 17,4 Kilometer. Vor uns geht es direkt nach dem Start vom Kloster aus hier vorne erstmal in den Wald hinein. Bin heute auch solo unterwegs, heute mal ohne Danny, auch mal ohne Mario. Ich dachte, komm, heute machst du nochmal alleine eine Tour. Ja Leute, wenn ihr Bock drauf habt auf dieses Video, vor allem auf diese Tour hier mit mir, bist du begleiten auf der 5. Etappe beim Eifelsteig, dann bleibt doch jetzt einfach dran. Hier nochmal zu sehen, Leute, was ja auch hier neben Eifelsteig für Wanderwege gibt. Ja, das ist heute unser Weg, der Eifelsteig. Den gibt es hier noch vom Eifelverein und sogar die Eifelspur hat hier auch einen Wanderweg. Ja, nachdem wir erstmal ca. 2 Kilometer bergab steigen durften. Heute ist es etwas schwieriger vom Boden her, zumindest im Wald. Da hat es die Nacht über und Tag über teilweise geregnet hat, deswegen ist der Boden sehr aufgeweicht. Aber jetzt kommen wir auf einen besseren Weg aktuell, den wir gerade begehen dürfen. Ja, heute haben wir ca. 12 Grad Höchsttemperatur, soll aber jetzt in der Woche wieder bis auf 22 Grad ansteigen, also sprich ein kleines Mini-Sommer-Comeback, auch wenn wir schon irgendwie so langsam auf Herbst einstellen möchte, da es langsam schon, wie ihr sehen könnt, hier anfangen hier grüne Blätter wieder in bunte Blätter zu verfärben. Das ist natürlich immer ein Zeichen, dass der Herbst so langsam beginnt. Für den Herbst durch die wunderschönen Farbmotive im Wald, wenn das so richtig mitten im Herbst ist, absolut schön. Ich finde, jede Jahreszeit hat irgendwie seine besondere Atmosphäre. Der Frühling zum Beispiel, der Sommer, wenn alles im saftigen Grün erblüht.
und natürlich auch den Herbst, der einfach fantastisch mit seinen wunderschönen bunten Blätterpracht. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt noch für Highlights auf uns zukommen werden. Ja, und bisher ist die Tour sehr angenehm und locker. Gut, sind auch nur 2 Kilometer bisher, also von daher nichts groß gerissen. Ja, momentan laufen meine offenen, ja, kann man schon sagen, Feldweg entlang. Ist sehr windig aktuell. Sobald man halt keine Bäume wie hier als Schutz hat, hat man sofort den Wind hier im Nacken hängen. Ich bin echt mal gespannt, wo uns der Berg jetzt hier, der Weg meint natürlich uns jetzt noch hinführt. Natürlich, klar, das Ziel ist ja bekannt, Gemünd, ne? Aber der Vorteil ist, an so einem Weg kommt man auch schneller voran. Als wenn man zum Beispiel zum Berg nach oben steigen müsste halt, das hält immer schon etwas auf. Aber sonst ist der Weg bisher doch ziemlich locker zu gehen aktuell. Ja, ich werde ja auch dann in Zukunft auf jeden Fall noch die 3. Etappe nachholen. Die 3. Etappe, ich glaube, ist die drittlängste, meine ich. Mit knapp 24 Kilometern noch was. Ja, die 6. ist auch ziemlich lang, geht auch was mit 24 Kilometer. Die wird an dem Punkt, wo wir heute gestartet sind, auch starten. Und zwar bei den Kloster. Von da aus wird man dann die 6. Etappe laufen bis runter nach Blankenheim. Vielleicht mache ich schon in 1-2 Wochen, aber ich muss mal gucken, so wie ich es zur Zeit habe. Teilweise mache ich auch andere Projekte mit Mario wieder und so steht wahrscheinlich momentan aktuell wieder was in Planung. Was genau wissen wir nicht, aber im Plan ist demnächst wieder was, dass ich Mario bald wieder dann auf Tour gehe. Vielleicht fahre ich sogar dies noch Kajak, aber das müsste ich mir noch genau überlegen. Dann müsste ich erstmal wieder mir einen See aussuchen, beziehungsweise besser gesagt einen Fluss aussuchen, weil so auf See bin ich eher ungern unterwegs mit dem Kajak, weil ich so Flüsse doch viel reizvoller finde. Aber das muss ich auch noch überlegen, ob ich dann noch die Kajak fahre. Aber das können wir eigentlich auch im Herbst noch machen, das ist immer was Neues. Im Herbst eine Kajaktour, Leute. Ja, hier kommt man erstmal auf so eine Landstraße, die uns hier erstmal den Weg etwas beschneidet, aber die kann man ganz einfach hier so umgehen hier. Haben wir so eine Gedenktafel hier, 18 Jahre alt und 27 Tage ist diese Person hier wohl alt geworden und dann hier wohl verunglückt, leider, Leute. Ja, sowas kann man natürlich auch auf dem Wanderweg entdecken, wenn man so eine Landstraße überquert. Ist natürlich traurig halt, Leute. Aber leider gehört das irgendwie mit dem Leben dazu, der Tod. Gut, Leute, ich würde sagen, bevor ich euch jetzt noch weiter zutexte, gehen wir erstmal weiter auf den Wanderweg. Hier, Leute, nach knapp 5 Kilometern kommt man zu einer Schutzhütte, wo man eine Möglichkeit hätte, im Regen oder auch für eine Pause oder sogar vielleicht sogar für eine Übernachtung Schutz zu suchen, wenn man zum Beispiel eine mehrtägige Tagestour auf dem Eifelsteig durchführt. Hier gucken wir uns erstmal so ein Kreuz an. Mit, ja, ihr wisst schon, mit den Jesus-Typen hier. Schön zu sehen für euch. Und hier kommt man zur Schutzhütte. Steckt man die Börse bestimmt ein für, ja, eine Übernachtung. In Notfall. Nach Gebünd sind es auch genau 14 Kilometer. Sieht auch sehr neu aus hier. Vor Spessbrenn, okay. Ja, da gibt es so ein Buch, wo man sich eintragen kann. Das werde ich gleich mal tun.
kann man echt gut übernachten, Leute, hier. In dieser Hütte. Sieht echt cool aus. Ja, Leute, nach einem kurzen Aufenthalt der Schutzhütte, da habe ich kurz mal eingetragen gehabt, ins Schutzgästebuch, kann man auch so sagen, geht es vor uns noch weiter. Und zwar bleiben noch ca. 14 Kilometer, habe ich gerade gesehen, bis nach Gmünd. Ich hoffe, die Tour wird noch spannend hier. Bisher ist das so eine, für mich persönlich bisher, aktuell mehr so eine gemütliche, ja, kleine Sonntagsspaziergang bisher. Ja, bisher fehlen noch die Highlights, Leute. Ah, wir sind auch gerade erstmal, ja, ja, ca. 5 Kilometer ein bisschen hinter uns, laut Navi, habe ich gerade gesehen halt. Da haben natürlich, wie ich gerade erwähnt habe, schon noch 14 vor uns. Ich hoffe mal, es kommen noch ein paar Highlights. Aber bisher haut mich die Tour noch nicht so richtig um. Kann aber vielleicht noch kommen. Ja, aktuell durchqueren wir so ein kleines Dorf hier. So ein Eiflerdorf, kann man so auch sagen. Okay, ein bisschen geradeaus hier weiter. Ah, hier gibt es einen Spielplatz. Wenn man Bock hat, kann man hier eine Runde rutschen, schaukeln und so. So, Leute, wir haben jetzt noch 7 Kilometer hinter uns gebracht, genau. Waren gerade in Gollenbach gewesen, haben es noch 10,5 vor uns. In 4,5 Kilometer kommt Olef. Aber bis jetzt kann ich nichts zur Tour sagen oder kaum was sagen bisher aus meiner Sicht. Vielleicht bis auf das Kloster am Anfang, null Highlights. Na komm, vielleicht bringen uns die letzten 10,5 Kilometer ein paar Highlights. Kann auch sein, ich einfach zu verwöhnt bin. Ich habe schon so viele Karikaturen gemacht, seitdem ich wandern gehe oder beziehungsweise YouTube mache. Das heißt Mountainbike-Touren, Kajak-Touren, Lost Place-Touren, das war schon etwas verwöhnt, auch durch Wanderung halt. Ne? Bis jetzt, ja, ist die noch nicht so gut, die Tour. Aber Leute, Hauptsache, wenn eine Tour, man, wie es mir gerade geht, wollte ich gesagt haben, Hauptsache unterwegs, auch wenn eine Tour einem persönlich aktuell nicht so gut gefällt, wie heute diese Tour bisher, kann es vielleicht noch besser werden oder auch nicht. Das bleibt abzuwarten. Also Leute, bleibt dran und verfolgt mir die letzten 10,5 Kilometer. Ich hoffe mal auf ein paar Highlights und so halt. Dafür müssen wir erstmal hier abbiegen. Ich wäre fast schon zu weit gelaufen. Hier erstmal abbiegen. Und mal gucken, wo der Weg uns jetzt hier hinführen mag. Ja, hier kommen wir schon einen relativ schönen Baum, wie ich finde. Hier könnte man zum Beispiel, wenn man eine Pause bräuchte, doch eine Pause einlegen. Aber Leute, überhaupt noch keine Pause, da ich auch 0 erschöpft bin, weniger als 0. Ja, man könnte hier eine Pause machen, wenn ich es wollte, und hier ein bisschen mal die Landschaft blicken. Hier unten liegt das Dorf, was wir eben durchschritten haben. Und hier hat man im Prinzip nur einen Blick auf einen Wald, der ist langsam hier auch von Grün in den schönen Herbsttönen verabschieden mag, beziehungsweise übergeht. Ja, Leute, da wir heute Sonntag haben, ist schon mehr los als wie in der Woche. Ich habe jetzt schon mehrere andere Wanderer getroffen, die unterwegs sind aktuell. Ja, jetzt sind wir wieder im Wald zurückgekehrt.
bleibt mich am liebsten unterwegs, bei der Natur halt. Oder irgendwo schön irgendwie, wenn die Wege eng werden halt, sollten. Aber bisher haben wir sowas noch nicht gehabt, heute nur so etwas breitere Wege durften bisher folgen. Aber zumindest bin ich jetzt wieder schön im Wald zurück. Wir finden auch immer irgendeinen Hiat, Leute. Vielleicht so einen geheimen alten Kriegsbunker zu entdecken, wo man mal kurz mal reinschlüpfen könnte. Was haben wir da? Was ist das denn? Okay, Leute, vielleicht war das ja auch mal ein Bunker gewesen. Zumindest könnte das so darstellen hier. Dieser Aufschüttung hier. Wir werden dann hier erstmal weiter entlang schreiten, gemeinsam. Ja Leute, ich habe so eine Liegebank. Aber hier ist überhaupt nichts. Hier ist nur ein Forstweg hier, in der Richtung hier runter. In der Richtung runter, wo wir lang müssen, jetzt zum Beispiel ein bisschen jetzt runter. Was für einen Sinn macht diese Bank hier? Keine Ahnung. Ich habe mir nicht langweilt, dass man vor langweilen eine Pause machen kann. Ja, Leute, hier wäre zum Beispiel kalt. 5,8 Kilometer nur entfernt auf der Eifelspur. Aber wir müssen weiter nach Gemünd, noch 8,9 Kilometer. Hier haben wir auch andere verschiedene Wanderwege. Vielleicht kommen sie gerade an diesen römischen Steinbruch vorbei, wenn wir Glück haben, Leute. Ich glaube, diesen Aussichtspunkt kommen wir auf jeden Fall, sobald ich weiß, vorbei. Oder auch nicht. Keine Ahnung, Leute, wir müssen einfach mal überraschen lassen jetzt. Aber hier gibt es auch noch Wanderwege, Leute. Hier. Aber hier gibt es echt viele Wanderwege, die man hier gehen könnte. Aber für uns jetzt weiterhin erstmal nach Gemünd. Leute, ich bin ja echt ganz selten von irgendeiner Tour nicht begeistert oder von irgendeiner Etappe. Aber die Etappe ist bisher für meinen Geschmack langweilig. Natürlich könnte jeder anders drüber denken halt in dem Punkt. Aber für mich ist es echt eher so. Das sage ich ganz selten, habe es noch nie gesagt, dass eine Tour mich langweilt. Das ist meine erste Erfahrung auf eine langweilige Tour bisher. Aber vielleicht überrascht mich jetzt die letzten 8,9 Kilometer noch und man kann auch irgendwas Tolles erleben. Bleibt abzuwarten. Ja, aktuell befinden wir uns im Eifeldorf Olef. Der Film ist aktuell hier durch. Der Wanderweg. Hier natürlich schon seitdem sehr vielen Fachwerkhäusern, was typisch ist für die Eifelhäuser. Ja Leute, ich bin jetzt knapp an der Hälfte, noch 8 Kilometer vor mir. Es wäre genau die richtige Wanderung für einen Gruppe von mir gewesen, die ich heute mache. Die ist nicht anstrengend, also für mich ist es nicht anstrengend halt, ne? Und zwar Damian. Damian kennt ihr vielleicht immer vor 3 Jahren, glaube ich. Ungefähr hat er so 2 Kurzauftritte auf meinem YouTube-Kanal. Haben wir einmal die Wanderung im Winter gemacht zum Aachenroter Erde zu einem Panzerwald, da wo es die Panzergarten so halt. Und da ging er damals hier so ein großes Feld voller mit Schnee und so. Damals, oh, mit dem Stalingrad zurückgekehrt, der Spinner halt. Ne? Und einmal von dem Kajaktest mit dem ITWX X500 auf dem Ballnersee. Daher kennt ihr damals noch zum Beispiel. Und das wäre halt für ihn die perfekte Wanderung. Er ist halt, ja, ich drück's mal nett aus, ein bisschen moppelig. Ja, so ein kleiner, ja. Deutscher Panzer kann man schon fast sagen halt, ne? Und der labert immer, ja, ich möchte mitkommen auf Tour und so alles halt, ne? Ich sag, Damian, auf die meisten Touren kann ich dich nicht mitnehmen. Ja, ich schaff das alles halt und so halt. Und er sagt immer zu mir, ich sag, Damian, erstmal zum Beispiel, weiß ich nicht, wie die Touren halt sind halt, ne? Wenn da in der Beschreibung steht, die sind halt anstrengend und so. Weiß ich, ob du die schaffst halt, ne? Und so. Aber die Tour, die 17 Kilometer, also ich gab's ein paar kleine Anstiege bisher halt, ne? Sind bisher sehr locker gewesen. Die hätte er wahrscheinlich auch geschafft.
Das wäre wahrscheinlich auch die perfekte Kugel für ihn gewesen halt. Aber es ist so ein Typ halt, der ist sehr bequem. Er quatscht meistens nur so halt. Ich habe schon so oft angeboten, auf Tour mitzukommen. Aber ich habe es irgendwie, ich kann nicht auf richtige Touren mitnehmen, die so hart sind, das bringt ja nichts. Wenn du nachher rumholst und sagst, nee, ich kann nicht mehr, ich habe keine Power mehr, wie weit ist noch? Dann kann ich direkt einen Waschlapp mitnehmen zum Wandern halt. Ne? Ab vielleicht einmal in Zukunft mitnehmen. Also heute hätte ich ihn echt ohne Problem mitnehmen können, weil das für mich persönlich ist, ne? Also keine große Herausforderung. Und der hätte die auch heute locker packen können. Also Damian, ich hoffe mal, dass du mal dein Wort hältst in Zukunft und dein großes Maul mal, ja, beweist und auch mal Taten sprechen lässt, anstatt nur Worte, und einfach mit mir auch mal auf Tour gestern. Also Jung, nimm diese Herausforderung an. Ich fahre jetzt hier raus, exklusiv auf meinem Kanal, Damian. Krieg deinen kleinen Arsch hoch, pack deine kleinen Eier ein und komm mit mir mal auf Tour, Jung. Das kann ihn nicht nur glücklich machen. Also Leute, weiterhin durch den Wald. Mal gucken, ob die letzten 8 Kilometer irgendwelche Highlights noch für uns als Überraschung im Petto habt. Wenn ihr das erfahren wollt, bleibt dran. Okay, Leute, noch 4,5 Kilometer vor uns und knapp 1,9 Kilometer kommt auch ein Aussichtspunkt. Da werde ich mich zurückmelden bei euch. Einfach diese Aussicht genießen. Das wird bisher die einzige Aussicht heute gewesen sein. Ich hoffe mal, dass es eine schöne Aussicht ist, die man zu Genüte, bekommen. Die Zeit bekommen, Leute. Heute habe ich ein bisschen leichtsprachliche Probleme. Ja, also wie gesagt, ich werde zurück bei diesem Aussichtspunkt. Ich hoffe mal, dass es eine gute Aussicht. Und dann werde ich da nochmal mein Schlussfazit für die heutige Tour ziehen. Bei uns hier erstmal 2 Kilometer bis zum Aussichtspunkt und knapp 4,5 noch bis zum Ende der heutigen Etappe vom Eifelsteig. Ja, der Blick führt uns hier. Das schöne Blätterdach hier mit diesen schönen Bäumen, mit schönem Moos bedeckt. Hier vor uns sind es noch ca. 3 bis 4 Meter bis zum Aussichtspunkt. Von da aus noch 2,5 bis nach Gemünd. Und hier ist noch ein Weg, den mir gefällt, nach meinem Geschmack. Schöner, enger, schmaler Pfad, wo schön serpentinmäßig für uns nach oben geht. Das ist heute sogar übrigens zum ersten Mal so ein schmaler Pfad, den man so richtig folgen kann. Was einen auch wieder dann die Laune steigen lässt. Was liebe Leute, solche Wege, der Rest, ja, war nicht so optimal gewesen. Und das ist wieder hier voll nach meinem Geschmack. Absolut herrlich. Ja, hier kommt dann die Schutzhütte am eigentlichen Aussichtspunkt. Und geht gleich anscheinend noch weiter nach oben, wie es aussieht. Hier diese Schutzhütte dann. Ist ja schon ziemlich ramponiert hier. Boden zum Beispiel Loch und so. Ah, nur so könnte das gehen, Leute, hier. Vor Regen zu schützen. Jetzt die Aussicht mal vom Aussichtspunkt selber zu sehen. Eben was unterhalb. Leute, das ist bisher der beste Blick auf der heutigen Tour. Da ein Stück weiter unten gewesen, konnten diesen Blick auch schon genießen. Aber hier haben wir noch mal etwas prachtvolleren Ausblick. Und Sportplatz von Olef halt, da ist Olef selber. Hier oben ist der Wald noch, der entlang führt hier. Ja, Leute, noch ca. 2 Kilometer, dann endet auch heute die 5. Etappe vom Eifelsteig. Fazit, ja, ich würde sagen, für mich persönlich lolala.
Am Anfang, das Kloster war schon interessant. Das stammt ja aus dem 9. Jahrhundert und die Geschichte vom Kloster auch aus dem 9. Jahrhundert. Es war schon interessant, ein bisschen zu gucken, ein bisschen zu filmen. Der Restweg war für mich, auch wenn es knapp 17 Kilometer sind, fast 18, ein gemütlicher Spaziergang, ohne große Herausforderungen, ein paar leichten Anstiegen. Ja, zum guten Schluss haben wir ein kleines Highlight gehabt mit der Aussicht. Schönen Blick ins Eifeltal hinein, Richtung Odef. Aber sonst war es auch gewesen. Was mich natürlich persönlich nicht so begeistert, die 5. Etappe vom Eifelsteig. Da haben die 4., 2. und 1. schon besser gefallen. Ich bin mal gespannt, wie die 3. und die 6. sein wird. Die ich jetzt die nächste machen werde. Was ich zuerst machen werde, kein Plan, das überlege ich noch. Auf jeden Fall werde ich mal demnächst auf die 3. oder auf die 6. Etappe vom Eifelsteig gehen. Natürlich versuche ich auch den Eifelsteig weiterhin danach fortzuführen und zu beenden. Aber da es nur Busverbindungen gibt, muss ich mal gucken. Weil auch immer die Bahnverbindung gesperrt ist und der Eifelsteig ist ein Fernwanderweg. Das heißt, es gibt nicht überall Bus- und Zugverbindungen aktuell oder auch allgemein gesehen. Von daher ist es schwierig, immer die Endpunkte zu verlassen oder zu erreichen. Aber da werde ich wahrscheinlich irgendwann eine Lösung finden, Leute. Ja gut, Leute, wenn euch die Tour selber gefallen hat und euch ein bisschen gut unterhalten habt, gerne noch einen Daumen hoch. Abo ist natürlich auch kostenlos und könnt ihr auch gerne da lassen, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal wieder, wenn es für euch und für mich heißt. Wie heißt er wohl? 1, 2, 3. Schon unterwegs. Voller Power, voller Kraft und voller Energie waren wir mal wieder unterwegs. Was auch immer, Leute. Goodbye.